Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarok. So, wir sollen die Mauer hoch. Machen wir. Zack, hopp. Kann so schwer nicht Tja, sein. Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ich auch. Rimthurst Mauer. Auf jeden Fall gibt es hier nichts zu finden. Von daher, gucken wir mal. Wir sollen hier hoch. Alles klar. Schön, dass uns der Weg schon angemalt ist. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Runterschauen ist nur dann ein Problem, wenn man Angst vor der Höhe hat. Präzisionskletterei hier. Du schaffst das, Loki! Danke, Skuldir. Hoffe, das stimmt. Skuldir. Lebt außerhalb der Mauern von Asgard in einem Lager für Flüchtlinge aus Midgard. Ich glaube, Odin hat eine Menge Leute vor der Verwüstung gerettet, obwohl er sie selbst verursacht hat. Ich hätte es nie geglaubt, aber ich weiß, dass Kjöldir ehrlich ist. Er ist nett, lustig und etwa in meinem Alter. Ich bin nicht nach Asgard gekommen, um Freunde zu finden, aber vielleicht habe ich das schon getan. Traue niemandem. Axel war. Hat schon mal einer versucht und ist nicht gekommen. Oh je. Kein Wunder, dass wir ihn nicht nutzen konnten. Der ist ziemlich kaputt, würde ich sagen. Nun gut. Alles klar. Ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Und wohin jetzt? Na, darüber. So viel habe ich schon gesehen. Oh, bis hierhin ist also auch schon mal jemand gekommen. Jetzt dürfen wir Skell dann nicht mehr hören. Dann geht's hier weiter. Hey, Hugin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Geh ich, ne? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ein Geist hier oben? Olka! Autschen, autschen, autschen. So, warte mal, die wehrt er ab. Solange ich im Nahkampf ankomme, ist alles gut. Au. Gut ist, dass es nur Beef, nur Beef-Frostschaden ist. Ich hoffe, die hat nicht allzu viel Schaden bekommen. Es ist eine nochmal. Olka! Besiegte Geister spalten sich wieder in Irrlichter auf. Also lassen nicht nach, bis alle von ihm bezwungen sind. Ja. Ja, ich komme. Hol dir die Kette runter. Ja. Ach, wo ist sie? Ja. Die hängt da, aber ich kann sie nicht benutzen, oder was? Doch. Ich muss nur mehr ran. Okay. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein...
Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Ja, Odin hat also ein Experiment durchgeführt. Ihr dürftet der Einzige sein, der sie nutzbar machen kann. Hartmann und... Ja! Aha. Ich hab das Schlimmste hinter mir. Das würde ich jetzt so noch nicht sagen. Oder nicht? Ja, yeah, ja! Rein ins Hütchen. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nein? Wie ihr wollt. Kann ich es dazu bringen lassen. Ah, klar, guck mal. Warum geht der nicht kaputt? Dass ich den nicht kaputt machen kann, ist ein bisschen komisch. Man muss halt treffen, das ist das Thema. Ne? Ich muss höher, ich muss die Säule kaputt machen. Okay, dann verschwinden sie alleine. Alles klar. Aber die machen halt wirklich nicht viel Schaden, das ist gut. Vasen zu zerdeppern? Aber ja, stimmt schon. Scherben bringen Glück. So sagt man, solange es kein Spiegel ist. Jetzt aber auch der Spiegel sind 7 Jahre Pech. Verstanden. Okay, wenn wir hier Leben kriegen, kriegen wir nochmal Gegner. Sich gut umgucken hilft. Machen wir uns mal voll. Da einfach rüberspringen können. Dass ich den Heil sparen können. Wow, gut. Ist verbunden. Ja, das ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Finden Sie beide Klammern, ja, ja. Ja, gut. Das könnte klappen. Dann mal los. Oh, oh. Geschafft. Ah, noch mehr Irrlichter. Ich tue, was ich kann. Und weiter geht's. Kletter, kletter, kletter. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Hugin, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki.
erwartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Und was hat Loki... Ah! Und was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzten. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter. Bis ganz oben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr anstrengend ist. Und ich will jetzt auch nicht mehr nach unten gucken. Es geht nur nach oben. Zumindest nicht, solange ich hier noch hänge. Gut, gut. Mach weiter. Komm schon. Jetzt nicht aufhören. Schwächer. Weiter geht's. Ja, komm, hopp. Darüber, okay. Gut. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Bin fast da. Im nächsten Vorsprung würde ich dann vielleicht mal ein bisschen Pause machen. Hallo. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken, oh, Besucher sind hier willkommen? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Hoch. Bist du fertig? Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Du weißt das gar nicht, oder? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt. Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Das werde ich ja sehen. Kämpfen? Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, Alter. Ist das das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Ah. Die Augen. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde, besonders für Riesen. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Das finde ich gut, dass das jetzt mal endlich angesprochen wird. Hast du schon genug gesehen? Die Meilensteine der Zivilisation in den neuen Welten beeindrucken dich nicht so. Verstehe. Oh, nee. Nein. Es ist herrlich. Sieht drüben besser aus. Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger.
Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Heimdall ist gut. Gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein, nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Frage ist, für wen es nichts Gutes mit sich bringt. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Heimdall, Träger des Gjallarhorns. Mimir meinte, dass er gefährlich und ein wahrer Anhänger Odins war. Er erwähnte nicht, was für ein kompletter Narr er ist. Oder dass er in der Lage zu sein scheint, Menschen irgendwie lesen zu können. Je weniger Zeit ich in der Nähe dieses Typen verbringe, desto besser. Gyltopyl. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Cooles Tier. Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Baldur brauchte sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Dominiere sie klar und deutlich. Und auch hier kann ich nichts finden. Außer Quacksilber. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass nur... Oh klar, wenn Skjöldir das sagt... Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht, nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist... Du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Allvaters. Ha! Das ist ein großer Spezialangriff! Bumper! Hör mir auf, Junge! So ist er richtig! Mir alle deine Ah, warte! Ich hab die falsche. Nein, warte, ich hab die richtige Pfeile. Wir Atrau! Aber es wird hier kaputt. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Gärtner jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Brauchen wir erstmal hier einen Platz.
noch ein bisschen Leben. Und dann, bevor wir sterben, gehen wir hier hin. Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Ich wusste es. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, okay. Wie wäre das? Du glaubst, das kann dich beschützen? Der Armchen konnte wohl keinen echten Schild heben. Oh, das war nicht mal knapp. Okay. Sehen das nicht, dass ich Odin sehe? Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Mehr kannst du nicht? Wie hast du so lange überlebt? Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! War's das schon? Ist das alles, was du kannst, Jöten? Ah, es gibt mir ein bisschen Gesundheit. Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach, Sjochwat. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier. Konnten Heimdall nicht mal treffen. Wie sollen wir Odin töten? Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken. Weißt du? Hey, ich hab noch was zu tun. Komm mit mir. Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken.
Hey, 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 ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherja sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Hm. Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherja. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münzenappen, Rothgar. Münzenappen, Gorn. Münzenappen, Janna. Aha. Gut, weiter geht's. Ah, die Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen. Ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Tor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja. Gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin. Hm. Alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Voldemort? Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. Sif. Sif zu treffen war wirklich unangenehm. Sie verhielt sich mir gegenüber so eisig, dass ich begann, mir Gedanken zu machen, ob sie vielleicht weiß, was ich Modi angetan habe. Aber ich bin sicher, dass es niemand gesehen hat. Es ist schlimm genug, dass sie Vater verantwortlich macht und jetzt bin ich in ihrem Haus. Wenn ich weiß, was gut für mich ist, und ich glaube, dass ich das weiß, gehe ich ihr einfach aus dem Weg. In Ordnung, ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Oh. Hallo, ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut.
Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Okay. Odin. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hätte ich nie erwartet, dass er sich mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Asgard einlud, und seit unserer Ankunft hier scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nicht allzu sehr vertrauen kann, aber es ist schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicherer, als ich dachte. Mal sehen, welche Antworten er für mich hat. Oh nein, er fällt voll drauf rein. Hasenuniform, eine Rüstung, die von den Schmieden Asgards gefertigt wurde und Loki perfekt passt. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Entschlossenheit des Hüters 1. Bogenfähigkeiten und Ruhmbeschwörung haben eine verringerte Abklingzeit. Normale Pfeile werden in einer Salve abgefeuert. Wie für einen Prinzen Asgards. Das Töten eines Gegners mit einem Runenpfeil stellt sofort einen Pfeil an seiner Stelle wieder her. Verbesserungen erhöhen die Anzahl der wiederhergestellten Pfeile. Versteinert das Drachenblut mit merkwürdigen Runen eingeschafft. Oh, wirklich nützlich. Auf jeden Fall aus. Mehr ist nicht. Können wir sogar noch ein bisschen was verbessern? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Wir stellen den Asenbogen auf jeden Fall her. Wussten die noch aus? Finde ich nämlich gar nicht schlecht. Wobei, mehr Betäubung immer gut. Könnt ihr den auf 2 bringen? Ich will auf jeden Fall einen der Bogen auf 3 bringen. Den jetzt auf 2 bringen, brauche ich länger dafür. Bringer hat Abklingzeit. Ne, ich glaube, ich habe da einen klaren Bogen. Spezialgegenstände, Accessoire. Haben wir jetzt da rücksichtslose Stärkung? Stellen wir auf jeden Fall her. Jeder zugefügte Schaden. Ein polierter Sonnenstein, der mit unbändiger Wut pulsiert. Jeder zugefügte Schaden wird erheblich erhöht, wenn die Runenpfeile vollständig aufgebraucht sind. Aha. Naja, ist jetzt nicht so ultimativ gut, weil ich die ja nie verbrauchen will. Und die laden sehr schnell wieder nach. Bin ich noch nicht ganz sicher. Wir haben ein Zimmer. Achso, wir können uns jetzt nochmal gucken. Die Rüstung. Die Asenuniform. Unterscheidet sich jetzt nur bedingt von der, die wir schon tragen. Ich zieh sie mal an. Accessoire? Das ist was Neues? Ach da. Bodenaufladung. Töten eines Gegners. Ja, was ist dafür raus? Schallpfeil verursacht einen erhöhten Status. Runenbeschwörung in der Abklingzeit ist, wird der Runenfall aus größtem Status erhöht. Nahkampfangriff auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen mehr Betäubung hinzu. Okay, wir machen mal. Gehen da rein. Gut, und dann soll es das für die Folge auch schon wieder gewesen sein. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt und ob Loki tatsächlich auch alles reinfällt, was der Allvater so zu erzählen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Stöffel.